Servus Sportfreunde, hallo liebe YouTube-Fans. Was ist da unterhaltsamer wie so ein altes Trainingsvideo von mir? In der heutigen Zeit. Und zu der Zeit habe ich noch nicht trainiert. Da habe ich dann anderthalb Jahre ungefähr. Wenn du heute so ins Studio gehst, wirst du verhaftet. Ne? So, jetzt sieht man hier auch das erste Mal die Simone im Bild. Damals war sie nicht ganz so stabil, wie sie dann später geworden ist. Jetzt haben wir eine Stunde Pause gemacht und dann kam der Dienstag. Markus Röhl. Ich meine, ich kann mich erinnern, dass das ganze scheiß Video in einem Sitz habe ich dieselbe Hose an, das wäre. Ich hatte nur die eine Hose. Ein armer Bodybuilding-Spasti. So, guck mal, die Hose, geil, ne? Siehst du, da hat sich damals keine Sau drum geschert, ne? Heute wird mehr auf die Hose geguckt, wie aufs Training. Siehst du, und das ist Bodybuilding-Kreuzheben. Die Beine bleiben relativ gerade und der Rücken arbeitet viel, seht ihr ja da, ne? Und nicht so ein Scheißdreck, wie die meisten heute machen, indem sie in die Hocke gehen und eigentlich machen sie was? Eine Kniebeuge. Es geht nicht darum, viel Gewicht zu bewegen, es geht darum, den Rücken zu bearbeiten. Und ich verstehe das nicht, warum die Leute heute, wie auch immer das heißt, rumänisches, jugoslawisches oder Cevapcici Kreuzheben, so einen Quatsch machen. Wir machen doch Bodybuilding. Und dann willst du die Muskulatur hinten vom Rücken bearbeiten und nicht hier eine halbe Kniebeuge hinbauen. Wenn ich das heute mache, wird mir einfach mein Arm aus dem Schultergelenk rausreißen. Ne? Ja, das sind 170 Kilo, glaube ich. Ne? 50, 100, 130, 170 und die Stange 190 Kilo. Ich glaube, so das Beste waren so 2,40, 2,50, aber das habe ich selten gemacht, ohne Scheiß. Also ich habe auch selten Kreuzhebe gemacht. Und bitte verzeiht mir das komische Trägershirt, dafür schäme ich mich heute, dass ich das angezogen habe. Ne? Aber da hat mich der Kameramann und der Sponsor dazu gezwungen. Weil ich hätte am liebsten mit dem langen Pulli trainiert, aber das durfte ich nicht. Wisst ihr, das ist die Narbe da, ne? Ich wünsche mir manchmal, ich könnte noch einmal so trainieren, ohne Scheiß. Ich vermisse die Zeit schon, wenn ich das so sehe. War eine tolle, geile Zeit. Als Bodybuilder musst du schon geboren sein, ne? Dir muss es ja gefallen alles. Das musst du ja lieben. Das ist dann auch keine Entbehrung, weil die Leute mal sagen, ja, wie konntest du das machen? Das ist ja keine Entbehrung für dich, weil du fühlst es ja gar nicht. Für dich ist das ja geil, ja? Du findest es geil, sechsmal die Woche zu trainieren. Du findest es geil, nur Reis und Hähnchen zu fressen, weil es alle zugehört. Jeden Abend fix und fertig ins Bett zu fallen. Das gehört dazu. Das ist Porno. Im Gegenteil, dir fehlt es. Dir fehlt es, wenn du es nicht hast. Das ist die Bestrafung da dabei. Jetzt können wir erzählen, wie viele Wiederholungen ich da mache. Ne? Und erzähle den Leuten immer, ja, wir sollen 6 bis 8 bis 10. Ich habe da teilweise 20 Wiederholungen übergerotzt und habe mir keine Sekunde drüber den Kopf gemacht, ob das zu viel ist oder nicht.
Rühl-Seminar. Ne? Schon Seminar gegeben. Kam halt keiner damals, aber. Ich glaube, das war so die beste Form, ne, wo ich Video gedreht habe, oder? Ne? Weil das war, wie gesagt, kurz nach dem Wettkampf und unmittelbar vor dem Wettkampf. Die anderen DVDs, die wir gedreht haben, die Ruling Forever etc., die waren immer so ein bisschen off. Ne? Also da war ich massiver, da war ich natürlich viel mehr. Aber von der Form her war ich da, glaube ich, mit am besten. Ne? War Streifentrizep, ne? Schön. Und so schlecht war mein Trizep nicht, ja, wie ihr hier seht. Die Leute berühren seinen Trizep, wenn man so scheiße. Naja, muss halt sehen, wenn der 3,50 Meter Bizep hast, dann ist halt der Trizep, auch wenn er gut ist, trotzdem immer so ein bisschen im Nachteil. Ja? Die anderen Trizep von den Jungs haben immer so gut ausgesehen, weil sie halt keinen Bizep hatten. Ne? Das darf man natürlich nicht vergessen. Das ist nämlich so ein Rocky, ne? Die Zeitlupe wollte Michael. Unbedingt. Es mussten zwei Zeitlupe wollte Sponsor da drin sein. Das war totale Scheiße. Sklavisch gemacht. Als junger Mensch fragt man nicht, ne? Da handelt man, braucht das Geld. Damals, die, ne, das war kein Hammerstrang, das war kein, keine Ahnung, ne, schöne alle Jim 80 Geräte und die waren damals auch geil. Ja? Also, wir haben damals alles schon gehabt und das war richtig gut. Geiles Equipment. Stell dir. Ja. Gerade rauskam, ja. Ja. Aber du, vielleicht ist die 1000, 1500 mal verkauft worden, ne? Höchstens. DVDs haben wir. Ja, ja. Also die Made in Germany haben bestimmt über 20.000 Mal verkauft weltweit. Ja. Siehst du, wenn ihr das Training jetzt so seht, ne, dann müsst ihr euch selber immer hinterfragen, weil das ist immer so Anspruch und Realität. Ne? Was würde ich gerne erreichen und was investiere ich dafür, also an Trainings? Leistung, Intensität. Und oftmals ist diese Kurve zu weit auseinander. Ich will so viel, aber eigentlich will ich gar nichts dafür machen. Warum habe ich damals so ausgesehen oder habe die Karriere hinbauen können etc.? Ich habe mich echt gequält bis zum Verrecken. Weil, guck mal, das war jetzt wirklich bei ganz wenig Kohlenhydrate und ganz wenig Körperfett und trotzdem habe ich trainiert wie ein Verrückter. Und nicht nur, weil die Kamera lief. Im Gegenteil, die Kamera hat mich eher noch behindert. Der Kameramann weiß es. Ne? Mir ging das eher auf den Sack immer damals, wenn die Kamera mitgelaufen ist. Ja. Ja. Ne? Ja. Da war schon viel Technik und alles drum und dran und dann musste natürlich auch immer funktionieren. Was habe ich gesoffen beim Training? Appelschorle. So muss das sein. Schön Appelschorle gesoffen und jetzt das T-Shirt, wo ich nicht ausgekriegt habe.
Da habe ich immer versucht, in den Nacken zu ziehen noch. Ne? Da hatte ich noch die Motivation, immer das noch in den Nacken zu kriegen. Irgendwann später, ich gesagt, leck mich am Arsch, jetzt machst du nur eine Front ziehen. Seht ihr schon, ich bin da gar nicht mehr hingekommen. Da habe ich mal als die Stange, die Schädel gehauen, das höre ich eigentlich immer die Mütze auf, weil ich hatte irgendwann noch schon so ein Horn auf dem Hinterkopf, weil ich mir immer die Latzugstange voll in die Fresse hineingehauen habe. Ach, guck mal, das ist der Rainer Freimann. Der ist auch da. Der Rainer auch da trainiert. Wahnsinn. Da ist er. Ist er das? Na, weiß gar nicht. Ah, jetzt muss ich wieder posen. Na, das sind schon die blauen Flecken, ne? Haben mir viele Leute gefragt, warum bist du blau auf dem Rücken? Naja, ist doch klar, wenn du jemand so eine Muskelmasse hast, ne, da so, wenn du jemand so eine Muskelmasse hast und bist dann noch unter Volllast, was heißt beim Gewichtstraining, dann bist du noch in der Pressatmung dabei. Ist doch logisch, dass da die Sauerstoffsättigung nicht voll hält und viele werden sich da sehen, dass es immer auf dem Rücken ist. Warum das auf dem Rücken ist, weiß ich auch nicht genau. Das ist nie auf der Schulter, nie auf dem Bizeps, auf der Brust war es manchmal und auf dem Rücken. Ne? Das hat einfach die Sauerstoffsättigung nicht mehr gelangt. Dann bist du halt kurz blau geworden in der Muskulatur. Ne, das ist ja das Blauwerden. Das ist genau das, die Sauerstoffsättigung. Und dann lässt es nach 2, 3, 4 Sekunden lässt es dann wieder nach. Oh, Markus, was trinkst du denn da? Einen leckeren Isolatapfel von Röhls Bestes. Komm mal. Ne? Geil, ne? So, jetzt kommt Bizeps. Meine Übung. Also ich glaube, die Übung habe ich erfunden. Habe ich kreiert. Ja, auch immer viele Wiederholungen. Und ich habe mir mal ein Video von Kai Green angeguckt. Der trainiert auch genau in demselben Stil wie ich. Der macht viele Wiederholungen, viele Sätze, trotzdem schwer. Und trainiert halt im hohen Wiederholungs- und Volumenbereich. Ne? Also das ist schon wichtig, dass ihr das macht. Ihr müsst weg von dem Ding mit euren 4 Sätzchen 8x12 Wiederholungen. Das könnt ihr vergessen. Das könnt ihr das erste Jahr machen. Und dann müsst ihr euch überlegen, wo ihr hin wollt im Bodybuilding. Wollt ihr weiter, Muskeln etc. etc. Dann müsst ihr halt das Volumen erhöhen. Ne? Wie jemand, der schlauer wird. Wenn ich schlauer werden will, muss ich halt mehr lernen. Und dasselbe ist im Training. Wo will ich hin? Und da, ne, der kleine Bauchnabel, der so rausguckt, das ist mir ein Jahr später zu Verhängnis geworden. Das war damals schon gerissen. Das war ein Bauchnabelriss und ein Bauchdeckenriss. Ne? Der kam durch das perfekte Kreuzheben garantiert, dass ich damals noch so viel gemacht habe. Oh, guck mal da, Technik, ja? Überblendung. Brutal. Ja, wie beim Porno, ne? Wenn er abspritzt gerade nochmal so die. Egal. Ja, ich auch nicht. Ich hab's gehört. Das jetzt Trizeps war nicht schlecht, der war nicht schlecht. Da tun mir die Leute immer so ein bisschen Unrecht dabei, ne? Ich meine, ich mach den Spaß immer mit, aber zu meiner besten Zeit war der Trizeps schon ganz gut. Weil auch immer 3,50 Meter hintere Schulterkopf, das kommt auch noch dazu. Ne? Ich habe ja so eine Delle hin auf der Schulter gehabt. Das macht halt der Trizeps alles ein bisschen schwächer. Ne? War schon viel Gewicht, ne? Und jetzt weiterzumachen und nicht aufzuhören. Das ist die Wiederholung. Und jetzt noch eine. Und das ist der kleine Unterschied, den du machen musst. Da gibt es halt Leute, die hören auf. Und es gibt Leute, die machen bis zum Verrecken. Und das ist der Unterschied, warum es bei manchen weitergeht
und bei manchen nicht. Und die, die Wiederholung nicht machen, das sind dann die, die sagen, der nimmt ja Steroide. Nee, ich bin so blöd und so faul und so dämlich zu trainieren. Das ist der Unterschied. Und nicht nur die Steroide. Aber das ist das, was mich am meisten ankotzt, dass die Faulheit und Dummheit der Menschen immer dann als Entschuldigung gesucht wird, ja, der nimmt ja was. Wenn es so einfach wäre, dann kann jeder nehmen und jeder sieht so aus. Oder wie ein Adolf oder wie ein Tim etc. Will niemand ins Schaufenster stellen, aber das sind doch nicht die besten Jungs in Deutschland, weil sie das und das nehmen, sondern weil sie am besten und am härtesten trainieren. Und halt auch alles auf den Nenner bringen, so wie ich es zu meiner Zeit gemacht habe. Ich weiß, dass der Ginder Schlierkamp ein eisenharter Arbeiter war. Ein Achim Albrecht. Ein Dennis Wolf, der hat nichts anderes gemacht wie trainiert, gefressen, geschlafen. Trainiert, gefressen, geschlafen. Der war super diszipliniert. Genau wie ich auch. Das ist ja das nächste 2000, Großer Preis von Hessen. Das ist halt auch vielleicht manchmal, wenn ihr so seht, das ewige Beißen, ne? So das Extreme. Ja. Vielleicht ist auch der Grund, dass ein Sportler vielleicht immer mal so 1-2 Jahre älter aussieht oder 3 Jahre wie ein normaler anderer Mensch, der sein ganz Leben lang immer nur die Eier geschaukelt hat. Dieses Verbissene, ja, das zeigt sich natürlich auch im Gesicht, wenn du 20 Jahre lang beißt, 6-7 Mal die Woche. Off-Season-Diät, Off-Season-Diät. Das bleibt nicht auf dem Gesicht stehen. Aber ich finde, das sind Spuren des Stolzes. Ich bin stolz auf jede verfickte Falte, die ich habe. Auf jeden Hautriss, den ich habe. Weil das habe ich mir alles hart erarbeitet. Und jede Narbe, jedes Kleine, was an meinem Körper sich verändert hat, ist eine Geschichte, die es erzählt. Und da bin ich unheimlich stolz drauf. Ja? Wenn dann so ein Schwule manchmal schreibt, oh, Rühle, siehst du überalt aus, da denke ich, ja. Aber ich habe mir hart erarbeiten müssen, ne? Das alte Aussehen. Und ich bin stolz drauf. Ich bin stolz, weil das ein markantes Gesicht ist, das Geschichten erzählen kann. Nicht so ein glatt bebügelter Schwuli, der im Internet steht und erzählt, was er für neue Schuhe anhat, damit er 80 Kilo knapp beugen kann. Ne? Das ist das, was ich meine. Jetzt mit 30 Kilogramm gemacht. Normal habe ich da 40 Kilogramm Kurzhandel gemacht, was mir irgendwann zum Verhängnis geworden ist. Weil ich glaube, das war beim Olympia 2006, habe ich mir genau bei dieser Übung den Bizeps angerissen. Auf der rechten Seite, 2 Wochen vor dem Olympia. Das weiß ich wie heute noch. Habe ich die Handel gehabt, gehe runter und auf einmal zass. Da ist mein Bündel abgerissen. Da hast du aber mal Pipi in der Hose, mein lieber Freund. Weil wenn der Bizeps mal abreißt, dann wird er mal essig. Ja? Zumindest im Profi-Bodybuilding. Du kannst weiter trainieren und siehst halt deformiert aus. Und seit dieser Zeit habe ich dann Bizeps, diese Übung zumindest, nur noch ganz leicht trainiert. Ne? Also mach die Übung bitte schon. Die ist geil, die ist wichtig, aber nicht so geistesgestört wie ich. Das ist einfach zu schwer, weil du permanent voll in der Überdehnung bist beim Bizeps. Das geht sich irgendwann nicht gut aus. Da sagt er, kannst du mal am Arsch lecken. Ja? Jetzt reiße ich mal weg. Siehst du, das ist das, was ich meine, den Schulterkopf dahinter, ne? Der guckt halt auch 3 Meter über die Schulter, über den Trizeps hinaus, deswegen sieht er halt auch etwas dünner aus. Wenn ihr mal vergleichbare Athleten seht, die haben diesen extremen Schulterkopf hinten nicht, ne? Das sieht dann eher so ein bisschen flacher aus, ne?
Bodingbauer, guck. Ja. Das ist ein Sponsor. Der Micha ausgerechnet bei der Zeitlupe, geil. Liebe Grüße, Micha, falls du das siehst. Geile, geile Sache. Ich war ja lange, lange Zeit bei der Firma BMS. Das war ja eigentlich mein, na, nicht mein erster Sponsor, das war die Firma Sanas. Das war mein zweiter Sponsor und ein langjähriger und sehr, sehr guter Sponsor, mit dem ich auch eine enge Freundschaft heute noch habe. Und zumindest mit Micha, der Jens Ingenohl damals, der ging dann in die USA. Den habe ich das letzte Mal vor 4 oder 5 Jahren gesehen in Las Vegas. Und viele Grüße an den Micha und alles Gute für die Firma BMS. Markus Röhl.